Das Wort hat für die AfD-Fraktion der Abgeordnete Nubis. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte gewählte Volksvertreter, sehr geehrte Damen und Herren. Genau. Einmal mehr hat uns der SSW mit seinem Antrag gezeigt, wie vernünftige, sachorientierte Politik gehen kann. Neidlos erkennen wir an, dass der SSW auf dem besten Wege ist, die Oppositionsführerschaft zu übernehmen. Dass Planungsverfahren von Infrastrukturmaßnahmen schneller und unkomplizierter ablaufen müssen, darüber besteht wohl allgemeiner Konsens hier im Haus. Die Frage ist nur, wie soll das gehen? Rechtlich gesehen müsste auf Bundesebene das Planungsrecht einer kompletten Revision unterzogen werden. Doch was können wir hier im Land dafür tun, damit der Straßen- und Brückenbau schneller vorangeht? Über den Landesbetrieb Verkehr ist schon viel gesprochen worden. Die bessere personelle Ausstattung, die bessere Kommunikation mit dem Ministerium und den Fachbehörden, mit Bürgern und Verbänden ist ein absolutes Muss für die Zukunft. Wenn wir hören, dass sich Verbände gar nicht mehr mit dem Landesbetrieb an einen Tisch setzen, deutet das auf ein schwerwiegendes Kommunikationsdefizit hin. Die frühzeitige Einbindung aller Betroffenen ist hier der Schlüssel zum Erfolg. Wenn es dann trotzdem, sei es aus Parteien oder Naturschutzverbänden, eine Blockadehaltung geben sollte, muss auch hier eine Lösung her. Das Verbandsklagerecht, das in den letzten 10 Jahren in einigen Bundesländern eingeführt wurde, ermöglicht Naturschutzverbänden Klagen, auch wenn kein einzelnes Mitglied betroffen ist. Damit ist den Verbänden ein wirkungsvolles Instrument in die Hand gegeben worden, um sich Gehör zu verschaffen. Das ist alles gut und schön, solange das Verbandsklagerecht nur dem reinen Schutz der Natur gilt. Wenn das Klagerecht aber politisch eingesetzt, ja man kann sogar sagen missbraucht wird, um geplante Vorhaben zu stoppen oder zu behindern, dann ist das nicht im Sinne des Erfinders. Laut einem Zeitungsbericht von Montag wollen die Grünen im Bundestag eine Verschärfung des Tierschutzes fordern. So sollen Tierschutzorganisationen ein bundesweites Verbandsklagerecht erhalten. Im Zeitungsbericht von Die Zeit, 17.07.2017. Und dadurch könnten Verbände die Interessen von Schweinen, Rindern oder Geflügel vor Gericht vertreten oder, wie Frau Göring-Eckardt sagte oder sich ausdrückte, Tieren wollen wir eine Stimme geben. Das ist schön, aber es kann durchaus auch zum Missbrauch führen, wie auch die CDU-Fraktion in NRW befürchtet. Die hat nämlich einen Gesetzesentwurf im Düsseldorfer Landtag eingebracht, in dem das Gesetz über das Verbandsklagerecht und Mitwirkungsrechte für Tierschutzvereine aufgehoben werden soll. Wir dürfen gespannt sein, wann die CDU in ihrer neuen Rolle in NRW dieses Vorhaben durchsetzen wird. Wir wollen keinem Naturschützer böse Absichten unterstellen, aber es ist einfach Fakt, dass jeder Planer damit rechnen muss, dass jeder einzelne Planungsabschnitt beklagt wird. Und wenn man bedenkt, dass für Fledermäuse spezielle Brücken gebaut werden sollen, ohne deren Hilfe die Flugtiere angeblich nicht die A21 überfliegen können, dann kann man erahnen, mit welchen Problemen die Planer fertig werden müssen. Von den enormen Mehrkosten für den Steuerzahler ganz zu schweigen. Schnellere Planung. Das wollen wir alle. Aber wie? Darauf gibt leider der Alternativantrag der Fraktionen von CDU, FDP und Grünen keine konkrete Antwort. Hier reiht sich eine Absichtserklärung an die andere. Von neuen Wegen zu effizienteren Prozessen ist die Rede, von einfacher Abstimmung, von Mediation. Das klingt alles doch sehr nach einer Werbebroschüre einer Unternehmensberatung, aber nicht nach konkreter Politik. Vielleicht braucht Jamaika ja noch den Sommer, um sich darauf zu einigen, was Vorrang in der Wirtschafts- und Verkehrspolitik hat, Fledermausbrücken oder Autobahnen für die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes. Den Antrag des SSW können wir bei aller Sympathie nicht unterstützen, weil hier Maßnahmen gefordert werden, die aus unserer Sicht rechtlich unmöglich sind. Den Antrag finden wir zwar gut und richtig,
aber die rechtlichen Hürden auf Bundesebene sind für uns leider nicht zu nehmen. Den Antrag der Regierungsfraktionen unterstützen wir allerdings mit wenig Begeisterung, da er mehr Fragen aufwirft, als er Lösungen aufzeigt. Aber zumindest geht er in die richtige Richtung. Und wir werden zukünftig sehr genau verfolgen, was an konkreten Taten folgt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.